Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Red Dead Redemption 2. Es geht wieder um Herzoginnen und andere Tierarten, genau genommen. Und zwar um die exotischen Gegenstände. In diesem Part der Quest müssen wir holen 10 Rattenschwanz-Orchideen, 5 Spinnen-Orchideen, 5 Nachtduft-Orchideen und 30 Löfflerfedern. Die Löfflerfedern haben wir natürlich wieder nicht mit drin. Das sind die rosa Löffler, die hier halt generell in dem ganzen Sumpfgebiet zu finden sind, an vielen, vielen Stellen. Ich war selber überrascht, dass ich noch nicht die 30 beisammen hatte, weil ich eigentlich schon seit Anbeginn darauf achte, die immer mit umzuhauen. Aber naja, sollte wohl nicht sein, leider. Die fehlen mir noch, aber wir können uns natürlich trotzdem erstmal auf die Pflanzen machen. Die Pflanzen haben ja ihren festen Standort und den kann ich euch auf alle Fälle hier im Video zeigen. Ich möchte darauf hinweisen, auf alle Fälle, die Nachtduft-Orchideen bekommt man auch wirklich nur in der Nacht. Bei allen anderen, ich habe auch zwischendurch die Uhrzeit eingeblendet, ich habe das Ingame-Zeit gemacht, 5 Uhr morgens, da ist man sich nicht so ganz sicher, zählt das noch zur Nacht oder ist das schon Tag, da waren die anderen Orchideen auf alle Fälle verfügbar. Sollten sie bei euch zum Beispiel, sage ich mal, 12 Uhr mittags nicht verfügbar sein, schlagt einfach ein Lager auf und dann ist es also wirklich erst in der Nacht verfügbar. Deswegen, das konnte ich nicht ganz genau so nachschauen. Nur der Hinweis, die Nachtduft-Orchideen sind auf alle Fälle nur bei Nacht auch zu finden. Ich habe es wie immer gemacht, dass ich ein bisschen mehr euch reingepackt habe ins Video, als ihr wirklich braucht. Falls ihr schon mal welche eingesammelt habt, die aus Versehen verkauft habt, dann könnt ihr hier halt nochmal zusätzliche Objekte holen. Wir sehen das hier momentan gerade bei den Rattenschwanz-Orchideen. Zeige ich euch 12 Stellen für die 10 benötigten. Ich glaube, es sind 7 jeweils bei Spinnen und Nachtduft, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber auf alle Fälle halt auch mehr als genug. Ich werde auch zwischendurch im Video auf jeden Fall übernachten. Ganz einfach deswegen, ich war auf dem Weg zu den Nachtduft-Orchideen. Klar, es wurde früh am Morgen. Ich denke, gut, gleich finde ich die Dinger nicht mehr, leg die schlafen. Habe ich aber im Video drin gelassen. Ganz einfach deswegen, weil spätestens dann, wenn ihr seht, dass ich mich schlafen lege, fällt euch ein, ach Gott, ja, wir müssen auf Nacht in den Nachtmodus umschalten sozusagen. Dementsprechend habe ich das so mit drin gelassen. Das ist damit der vorletzte Schritt der Questreihe. Ein Schritt kommt noch, dann gehört uns endlich wirklich wohlverdient auch die Belohnung, der Revolver und das andere kleine Kram, was es noch dazu gibt. Da will ich nicht zu viel verraten. Ihr sollt ja wenigstens dann am Ende ein wenig Überraschung für euch haben. So stelle ich es mir auf alle Fälle vor. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig natürlich freuen, wenn ihr auch den Kanal abonniert, wenn ihr vielleicht einen Daumen nach oben da lasst. So verpasst ihr hier halt einfach weiter kein neues Video mit Locker aktiv. Und vor allem würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Ich verabschiede mich von euch bis dahin und sage so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.
Run! Let's go.
Thank you.